Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und jetzt, wo es Sommer ist, freue ich mich total, dass ich wieder mit ganz vielen Früchten kochen und backen kann. Und heute habe ich wunderbare frische Aprikosen gefunden. Schaut mal her. Ich bin total begeistert. Allein diese Farbe, das macht schon richtig Spaß, damit zu werkeln. Und ich habe mir heute ein Aprikosen-Muffin-Rezept ausgesucht. Dafür brauchen wir eine Unmenge von Zutaten, wie ihr seht. Und ich hoffe, dass die richtig, richtig lecker werden. Die Zutaten habe ich hier aufgeschrieben. Das ist auf Basis eines Rezeptes von Vegan Passion, von der lieben Stina. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie sie schmecken werden. Das Rezept verlinken wir natürlich auch unten in der Infobox, sodass ihr das jetzt auf keinen Fall abschreiben müsst. Und zwar geht es los, wir machen es heute mal nicht mit unserer Küchenmaschine, sondern wir rühren den Teig per Hand, weil gerade bei veganen Backwaren ist es nicht so gut, wenn sie so lange durchgerührt werden. Und deswegen haben wir hier die Schüssel. Basis für das Rezept ist Dinkelmehl. Das finde ich ist auch mal schön was anderes und irgendwie auch besser als immer dieses normale Weizenmehl. Davon nehmen wir 180 Gramm. Gucken wir mal. Wir füllen nämlich zunächst die trockeneren Zutaten alle in unsere Rührschüssel. So. 184, naja, so. Stück zurück und fertig ist es. Was kommt jetzt? 70 Gramm Rohrohrzucker. Das ist dieser schöne hier. Ich bin ganz begeistert von dem Herzchen auf der Packung. Das fand ich total süß und natürlich in Pink. Das ist genau das Richtige für mich. So. 70 Gramm. Ihr könnt es natürlich süßer machen, wenn ihr eher von der süßen Sorte seid. Gar kein Problem. Dann nehmen wir jetzt, was nehmen wir denn jetzt? 1,5 Teelöffel Backpulver. So. Dann ein Eiersatz. Ich habe hier Pfeilwurzelmehl ausgesucht. Ihr könnt auch Sojamehl nehmen beispielsweise oder einen anderen Eiersatz, den ihr zur Hand habt. Und nun kommt, es riecht wunderbar, gemahlene Vanille, echte Vanille. Das ist natürlich viel, viel besser als Vanillezucker. Davon nehmen wir eine Messerspitze bzw. eine Löffelspitze. Auch die kommt hier mit rein. Eine kleine Prise Salz. Immer wenn man was Süßes macht, gehört auch etwas Salziges dazu. Das hebt den Geschmack, aber das ist wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig. Das Ganze vermischen wir jetzt mal grob. Und gleich kommt unsere Flüssigkeit dazu. Die bereiten wir jetzt mal kurz vor. Und zwar brauchen wir 20 Gramm vegane Butter oder Margarine. Ich habe hier diese Alsan-Margarine, die nehme ich immer mit, bin ich sehr zufrieden. Die gibt es eigentlich überall. So, gucken, wie viel 20 Gramm. Schön ist natürlich, wenn die schon auf Zimmertemperatur ist. Also die Backzutaten sollten alle immer auf Zimmertemperatur sein, bevor ihr damit arbeitet. Ja, das kommt hin. Ein bisschen zu viel, ein bisschen tun wir zurück. 20, wunderbar. Es ist echt wichtig, dass ihr die Mengenangaben einhaltet. Und nicht sagt, ach Mensch, 20 Gramm oder 30 oder 40, das macht keinen Unterschied. Doch, das macht einen. Weil Backen ist Chemie und die Chemie muss quasi stimmen. Die Sachen müssen in dem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Ich gebe die Butter jetzt kurz in die Mikrowelle. Ganz kurz nur, damit sie etwas flüssiger wird und wir sie gleich gut einrühren können. Ihr könnt es auch in der Pfanne erhitzen, so wie ihr das mögt. So. Sollte schon genügen. Ja, nochmal. So, ich mache das hier schon mal wieder aus, weil wir ja gleich die anderen Sachen noch dazu abmessen müssen. Ich möchte auch nicht, dass es zu heiß wird, das ist dann auch nicht schön. Jetzt geben wir noch das Öl dazu. Ich habe Sonnenblumenöl zum Backen ausgewählt. Ihr könnt auch Rapsöl nehmen, wie ihr es mögt. 10 Gramm. 13 Gramm, naja. So, vegane Butter ölt. Jetzt nehmen wir noch 2 Esslöffel Ahornsirup dazu.
Der gibt dir immer eine sehr, sehr schöne Süße, wie ich finde. Und 2 Esslöffel Sojajoghurt. Das Ganze rühre ich jetzt schon mal durch. Das ist jetzt unsere flüssige Mischung. Und dazu kommt jetzt noch Mineralwasser, und zwar 130 Milliliter. Manche von euch wissen ja vielleicht, ich kaufe keine Plastikflaschen. Meistens trinke ich sogar Mineralwasser eigentlich nur aus dem Hahn. Deswegen bei Bedarf mache ich mir mein Mineralwasser selber. Ich gebe einfach die Kohlensäure, so wie ich es brauche, dazu. Und jetzt macht es sich. Da ist unser Mineralwasser. Ungefähr 130 Milliliter. Ich weiß immer, das kommt so ungefähr hin, wenn dieses Glas nicht ganz voll ist. So, auch das kommt hier zu unserer Flüssigkeitsmischung. Und jetzt haben wir schon alles beisammen, was wir brauchen für unser Rezept. Und nun kann es ans große Rühren gehen. Nämlich, wenn dadurch, dass die Flüssigkeit jetzt einfach hier drunter gerührt wird. Das wird unser Teig. So, schön langsam. Witzig, ne, wenn man das mal per Hand macht und nicht mit der Maschine. Und schon ist er fertig. Probieren wir mal. Eine sehr angenehme Mischung, nicht zu süß. Das gefällt mir. So. Was jetzt noch da reinkommt, sind die Schokodrops, 50 Gramm, das ist die Hälfte des Pakets, was ich hier habe. Schokodrops, ein paar mehr, dürfen doch mit rein. So, auch die rühren wir grob mit unter, aber wirklich nur grob. So. Und jetzt kommen noch die Aprikosen mit da rein. Und zwar, die haben ja hier schon so eine praktische Bruchkante. Ihr könnt entweder mit dem Messer da so entlang gehen, aufklappen, Kern raus, fertig. So. Und die schneiden wir jetzt noch grob klein und die kommen natürlich auch mit rein. Und die machen das eben fruchtig und saftig. Deswegen finde ich dieses Rezept so schön. Das ist eben was, ne? Bei schönem Wetter, Aprikosenmuffins, das schmeckt einfach nach Sommer, finde ich. Darf auch nicht zu viele nehmen, weil dann könnte es patschig werden. Ich hatte jetzt hier, glaube ich, 4 vorbereitet. Ich nehme noch eine halbe Aprikose. Dann darf damit auch Schluss sein. So. Und jetzt habe ich hier die Förmchen schon vorbereitet. Das ergibt ungefähr 10 bis 12 Muffins, was wir hier haben. Und dann füllen wir die direkt mal in die Förmchen. So. Die gehen natürlich hoch. Deswegen verteilen wir das jetzt mal recht gleichmäßig. Ich werde gleich noch ein bisschen was nachlegen, denn ich noch Teig übrig habe. Ich versuche das auch so zu machen, dass natürlich jeder ein bisschen Aprikose mit drin hat. Ich würde auch, wenn das jetzt nicht ganz für 12 reicht, würde ich lieber die anderen voller machen und dann auf 2 verzichten, damit nämlich die, die wir haben, auch wirklich schön aussehen. Wer mag, kann natürlich auch noch ein paar mehr Schokodrops nehmen. So, oh, das riecht schon wunderbar nach Aprikose. Das finde ich toll.
Den Backofen habe ich jetzt schon auf Umluft, 160 Grad, vorgeheizt. Da war was, da hat sich was bewegt in meinem Wohnzimmer, muss ich natürlich immer gucken. Schmusi ist gerade auf dem Balkon ohne mich. Da bin ich immer sehr hellhörig. Ist natürlich hier wie immer alle Fenster, alle Türen offen, aber die Katzen sollen ja nicht alleine nach draußen gehen. Wir wohnen hier ziemlich mit Straßen und so in der Umgebung, das finde ich nicht so super. So, ja, also, wir können sagen, drei lasse ich jetzt mal frei, weil ich möchte, dass sie schön hochgehen. Also können wir sagen, 9 Muffins haben wir hier kreiert. So. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, weil der Teig schon so lecker ist. Hm. Dann nehmen wir raus. Ab geht's in den Ofen für 15 Minuten und dann gucken wir mal. So, die Aprikosen-Muffins, die habe ich vorhin schon aus dem Ofen genommen. Sie haben ungefähr 20 bis 25 Minuten gebraucht bei 160 Grad Umluft. Das ist nicht besonders heiß, deswegen brauchen sie relativ lange. Aber wir wollen ja, dass sie richtig durch sind. Und ich finde, sie sind echt total toll geworden. Ich zeige sie euch gleich nochmal aus der Nähe. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist diese rustikale Optik. Es ist so ein bisschen aufgebrochen, aber das macht es irgendwie authentischer, selbstgemachter. Und eben so ein bisschen rustikal, passend zum Sommer, passend zum Draußensein. Und ich finde, das ist das Ideale, was man mitnehmen kann zum Picknicken. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.